Jetzt sind wir live. Yay. Hallo Simone, Hallo wie geht's Max. dir jetzt? Sehr gut. Hallo, Ich cool. Und hallo alle, die hier jetzt zuschauen. Also jetzt sind noch keine da, aber bald sind welche da und dann schauen nachher Leute auch an. Also Moment hallo mal. alle. Was lässt dich glauben, dass noch keiner da ist? Wie viele sind denn schon da, auch wenn Ist nur das eine echt ist? Person. Wie viele Geister sind schon da? Jetzt haben wir eine Person mit Körper und jetzt haben wir mehrere Milliarden ohne Körper. Exactly. Good point. Ja. Ja. Da muss ich Also, mich selber mal dran erinnern, so dieses Moment mal. Ist es wahr, dass keiner da ist oder sieht es nur so aus, als wäre ich allein in dem Zoom, ja, oder in einem Facebook Live? oder im Bett, wenn man schläft. Ja, du hast gesagt, geile Geister. Ne? Ich habe gefragt, wie nennen wir das Facebook Live? Und dann hat Max gesagt, geile Geister. Und ich so, was meint er wohl damit? Ich bin neugierig, ja. Ich glaube, das tut jede Person in die Frage stellen. Geile Geister. Was kann man damit machen? Und dann mein zweiter Titel für das Facebook Live war Gold. Sprich mit den Entitäten Gold. Und das steht wahrscheinlich auf dem Facebook hier, der Titel. Und aber das geht irgendwie alles so zusammen, weil also, wenn man mit Entitäten spricht, was ist möglich? Ja, und das sind unendliche Möglichkeiten. Aber mit den Entitäten sprechen schaut nicht oder schaut seltens so aus, wie man denkt, dass es ausschaut. Also, heute früh habe ich mit meinem Sohn geredet. Mein Sohn ist 16 Jahre alt, er wohnt in Australien. Ich wohne in Europa, aber wir sehen uns öfters. Und er arbeitet mit mir auch. Er macht Video-Editing. Also Cool. wir haben darüber gesprochen und auf seinem Laptop geht irgendwas nicht. Er arbeitet gerade auf einem Sprich mit den Entitäten Video. Das ist eine generale Invitation, Einladung für Leute für Sprich mit den Entitäten. Und das funktioniert nicht, funktioniert. Er hat schon was ganz Geiles, also geschnitten am Anfang, aber jetzt mit dem System, den wir benutzen, das funktioniert nicht. Und ich war so, weil ich habe ihm vor 3 Tagen schon per Text geschrieben und die sprich mit den Entitäten Werkzeugen benutzen vielleicht. Und er so, ja, wahrscheinlich. Aber dann heute wieder, es funktioniert immer noch nicht. Und der ist so mit wie Kopf gegen die Wand, genau so die ganze Zeit. Und ich bin so, hey, wie wäre es, wenn du dich jetzt ganz entspannst und von den Entitäten eigentlich empfangen? Und der so, aber das funktioniert nicht. Und er probiert weiter, dass es funktioniert. Und ich bin so Raum mit Das ist ihm nicht und logisch. überhaupt nicht logisch, genau. Aber das Interessante ist, er weiß das irgendwie. Aber vom Kopf her geht er immer noch so gegen die Wand die ganze Zeit. Aber das muss so gehen. Und der ist ganz so mit den Blinder drauf. Aber dann nach 5 Minuten, wie ich halt ganz Raum mit ihm sei und finde, es funktioniert so nicht. Ich weiß nicht, ich mache es schon viele Jahre jetzt mit Technologie und Geistern. Wenn es nicht funktioniert, wenn es ganz schwer ist, musst du eine Frage stellen. Ja. Und dann hat sie sich so entspannt, entspannt. Dann ist es ein bisschen funktioniert. Und dann habe ich gesagt, weil er immer noch dann genauso irgendwas logisch machen wollte, okay, ich gehe jetzt und mache was anderes. Du kannst so weitermachen, wenn du willst, aber dann morgen können wir wieder reden und dann sag mir, was passiert ist. Und dann war er so, oh, okay, Moment, ich warte mal. Und dann hat er mehr empfangen und dann ist es mehr funktioniert. Da war mehr Leichtigkeit dabei. Und es ist so ein interessanter Prozess mit Entitäten, weil Empfangen ist ein von den 4 Sachen, die man mit Entitäten macht. Also klären, kommunizieren, empfangen und kooperieren. Das sind die einzigen 4 Sachen, die man mit Entitäten macht. Und ja, es hat mehr Raum kreiert und morgen sehen wir dann, wie das dann weitergeht mit ihm, was er dann wählt damit. Aber ich weiß für mich, das hat schon so viel mehr Leichtigkeit gebracht in jedem, ich sag mal, Area jetzt. Bereich.
Bereich in meinem Leben. Und deswegen heißt es Gold und geile Entitäten, weil die Entitäten können ganz geil sein im Leben. Und wenn man mit ihnen kooperiert und kreiert, die Simone weiß das auch ganz, ganz sehr, wenn sie ihr Geschäft kreiert, ihr Leben kreiert, weil sie war auch mal ein Sprich mit den Entitäten Facilitator. Ganz andere Möglichkeit. Also wo ich es wirklich total klasse finde, und da merke ich es oft, wir haben jetzt in der Covid-Zeit extremst viel online gemacht und ganz oft, ne, wenn die Technik zusammenkracht, dann ist es oft, weil da sind so viele Wesen und das ist immer das Erste, was das Tab-Team sagt, aus den Entitäten klären. Ne? Ganz oft kommen alle möglichen Wesen und dann gibt es einfach einen Overload. Und gerade wenn die Technik nicht läuft, ist es oft ein Anzeichen für Entitäten, ja. So, ja. Und erst jetzt genau, wenn es ein Sprich mit den Entitäten Kurs ist oder wenn man mit einem Video arbeitet oder mit dem Geschäft arbeitet, wo es um Entitäten geht, dann ist es erst recht so. Ich habe da eine lustige Geschichte, die kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Als ich das allererste Mal übersetzt habe, war das tatsächlich ein Entity-Kurs für die Shannon. Und ich, ne, noch nie übersetzt. Also das war dann mein erstes Mal. Und Shannon ist ja oft auch sehr schnell und sehr spezifisch mit den Worten. Ich dachte mir, oh mein Gott, kriege ich das überhaupt hin? Ne? Was habe ich gemacht? Ich bin hier gesessen. Ich habe mich selber SOP'd, ne, auf Teufel komm auf, Space, ne, so dieses. Und Shannon war, das ist total interessant. Das ist das erste Mal, dass die Leitungen am Anfang nicht zusammenkrachen und so. Nicht so, mich wundert es nicht. Ne? Ich habe so viel Raum da eingeladen, dass ich hinterherkomme. Ja, das war nicht lustig. Total, ja. Also, wie kann es in euer Leben ausschauen, wenn ihr nicht mit Sprich mit den Entitäten arbeitet oder Access, sag mal Geschäft oder mit Business? Das ist eigentlich auch Business, ja. Ist ja, eingedeutscht. Also, gedeutscht. Eingedeutscht. Ja, also mit dem Empfang. Das ist dann so ein cooles Ding, wenn man jetzt sich entspannt. Und wir können das alles jetzt machen. Die ihr jetzt das zuschaut oder live hier sind. Also alle Barrieren jetzt runter. Runter, 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 runter. Und in alle Directions. Richtungen, danke. Alle Richtungen ausdehnen. Total ausdehnen. Alle Richtungen. Auch runter in die Erde und hinter euch. Was ich ganz öfters merke, ist da. Also hinter mir ist viel los, immer mit Entitäten und mit Beitragen. Und wenn ich mich da ausdehne, da ist viel mehr Energie, die dann available ist. Sag mal jetzt available. Verfügbar. So viel mehr. Und ich muss mich öfters erinnern, dass ich da ausdehne und mehr empfange von hinter mir. Wie viele Entitäten sind in deinem Leben, die beitragen wollen und du lässt es einfach nicht, weil du deinen Raum so klein machst und weg von den Entitäten und weg von dem Beitrag. Aber wenn du jetzt du bist und mehr Raum bist, der Beitrag ist da. Das heißt nichts. Das ist also das ist keine Logik, da ist keine Meinung dabei. Das ist energetischer Beitrag für Kreation und dein Leben. Und deswegen, also ist es jetzt was anderes, als wie ich das Facebook Live jetzt genannt habe, Gold. Ist es eine andere Form von Gold? Und was für ein Gold kann dann auch kommen, wenn du so einen Beitrag empfängst? Das schaut immer anders aus für alle von uns. Total anders. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, Simone, wie es für dich so ausschaut oder auftaucht für dich? Ich meine, Entitäten ist ja total vieles. Ne? Zum einen sind es Verstorbene, die keinen Körper mehr haben, oder Naturwesen oder Autos, Häuser. Ne? Und ich merke so, ich bin eher mit diesen Dingen, die mit mir sprechen. Oder mit Kreationen, da merke ich, manchmal sind die richtig laut, ne? So, ja. Und da zuzuhören und
ja, es ist alles nicht logisch. Ich glaube, eins der Schwierigkeiten ist, wir suchen immer die Logik. Aber viele Dinge haben keine Logik. Empfängst du auch das, was nicht logisch ist, oder lässt nur das rein, was logisch erscheint, ja? So, ja. Genau. Nur wenn es durch unsere Filter reinkommt irgendwie, und was uns, die deutschen Filter sind ein bisschen stark, würde ich sagen, wenn es mit Logik kommt. Ja. Und deswegen haben wir auch die Werkzeuge und, wie wir gerade vorhin gesagt haben, die Barrieren ganz runter und ausdehnen, die sind für mich die ersten zwei riesigsten Werkzeuge, wenn man mit Entitäten umgeht. Also das ist immer das Erste, was ich jetzt wähle. Und dann, was für eine Frage kann ich stellen und was für eine Frage kann ich sein? Was ich auch merke, oftmals fragen wir nach Beitrag, nach Möglichkeiten, und dann sagen die Entitäten, ja, ich möchte beitragen. Und dann, ne, machst du aber, nee, das nicht. Also, das... Ja, nee, das ist zu viel oder nicht das. Oder bist gar nicht bereit anzuerkennen, dass da Wesen sind, die sagen, hallo, ich will mit dir spielen, du hast nach mir gefragt, ich bin da, let's play. Und du so, mir tut, weiß ich was weh, ne, oftmals. Ich frage mich auch mal, na, wie sollen Energien und Aufmerksamkeit kriegen? Die kommen oft an und sagen, knock, knock, knock. Und dann haben wir am ehesten noch die Chance, dass du anfängst, eine Frage zu stellen. Was ist denn das? Oh, ne? Sind da Energien, Wesen? Ne? Und für mich ist immer dieses, erlauben wir uns neugierig genug zu sein mit, was ist es? Anstatt sofort in die Schublade von, da ist das Problem, zu greifen. Ja, so, ja, offen, neugierig, was, what's up? Ja, so, was spricht hier? Genau, ja. Cool. Da gibt es viele Bahnen für das Ganze, für die, also was ich dabei meine, ist, wenn wir denken, das kann nur in einem Weg kommen oder durch eine Bahn, aber wenn wir jetzt uns öffnen zu, mit der Frage, was ist sonst noch möglich hier, dann was für Energien und was für Beitrag kann dann kommen. Cool. Sehr cool. Also, geile Geister. Genau. Und wer von diesen geilen Geistern erfahren möchte, der Max, ich habe ihn gefragt, ob er auf Deutsch einen Beginnerkurs macht, und er hat ja gesagt. So, eben. Weil ich mal wieder gefragt werde, Simone, na, bist du Entity Specialität? Und dann sage ich, nein. Aber ich weiß einen guten. Und dann fällt mir wieder Max ein, weil ich das einfach, na, wenn du Deutsch redest, finde ich, da kann man keine Barriere haben. Und wie viel besser kannst du einen Entitätenkurs haben, wenn du einfach keine Barriere hast? Was kannst du alles empfangen? Ja, so. Total pragmatisch, ja. Mein Deutsch geht nicht so ganz logisch rein. Es geht irgendwie anders rein. Exactly. Genau. Und wir starten cool. Am 3. Mai im Intro, gell? Ist das richtig? Schauen wir mal den Kalender an hier. Ja, am 3. Also, und dann jeden Mittwoch für 8 Wochen. Also ein Call pro Woche. Und das ist ganz geil, weil wir dann jede Woche haben wir den Raum zum Üben. Für die Werkzeuge, die wir dann lernen. Und ja, also da gibt es immer eine Woche. Und also für 8 Wochen haben wir jede Woche einen Call. Und der erste Call ist eine Intro. Also ihr könnt auch dann nur den ersten Call machen. Intro, das ist so 75 €, glaube ich, oder 70 €. Nur den einen. Und dann könnt ihr auch nach der Intro dann auch den ganzen Kurs lernen. Und dann geht der Intro-Preis davon weg. Also das ist ganz einfach, ihr könnt einen Taste haben oder ihr könnt die ganze Mahlzeit haben. Das ganze Menü, das volle Programm. Genau. Voll gut. Genau. Und heute Abend auch, wenn ihr Englisch sprecht, heute Abend haben wir auch, fängt der Business Hours Kurs an. Wenn ihr aber vorher schon einen, sprich mit den Entitäten, Beginning Kurs gemacht habt, also das ist ein Prereq dafür. Und das Business Hours ist jetzt für 7 Tage lang, jeden Tag 15 bis 30 Minuten kommen wir dann zusammen auf Zoom und machen, also wir benutzen die Werkzeuge von Sprech mit Entitäten, dass der Druck von das Nicht-Benutzen von den Werkzeugen, also wenn der Druck wird so mit Entitäten, wenn wir weg davon probieren zu kommen, der Druck geht dann weg, wenn man eigentlich die Werkzeuge benutzt und damit umgeht und klären, kommunizieren, empfangen und kooperieren. Also das fängt heute Abend an. Und ich finde es wirklich
Voll cool. Ich sehe auch, wie Leute sagen, ja, den Kurs brauche ich nicht, nicht, weil ich kann das ja so. Aber oftmals hast du einfach im Kurs, wenn du über mehrere Wochen zusammen bist, in der Gruppe, ne, mit einem Facilitator, der wirklich andere Räume öffnen kann, als das, was man oft aus seiner eigenen kleinen Welt wahrnehmen, anerkennen kann. Was denn das so viel mehr ist, wenn du mit einigen zusammenkommst und einen Kurs wählst, ja? Ja. Ja, das Ja. finde ich immer total klasse. Genau. Ja. Cool. Also das ist die Einladung und wir haben euch auch ein paar Werkzeuge jetzt gegeben. Und die Frage ist immer Nummer eins, welche Frage kannst du sein, um dein Gewahrsein zu haben? Weil wir nehmen alle was anders wahr. Also manche Sachen nehmen wir mehrere von uns wahr, aber manche Sachen kannst du nur wahrnehmen. Und das ist eine ganz große Sache mit den Entitäten. Du kannst niemals erwarten oder warten, dass jemand anders jetzt sagt, ja, das ist, was du da wahrnimmst, ist richtig. Oder das geht einfach nicht. Du musst es dann für dich wissen. Und die Werkzeuge helfen euch dann, mehr und mehr und mehr davon zu haben. Je mehr du die Werkzeuge benutzt, und die Frage bist, je mehr nimmst du dein Wahrsein wahr und hast du das dann? Das kann niemand von dir wegnehmen oder kannst nicht verlieren. Das wird nur stärker. Kannst dein Gewahrsein nicht verlieren. Wow, wie schön. Ja. Und das finde ich so cool mit, also die letzten 11 Jahre, wo ich schon Access mache, das wird immer größer und ja, so, wenn dein Sein jetzt mehr substanziell wird, ist es dann immer so. Das ist nicht so, du machst jetzt 100.000 Euro und du kannst es dann verlieren und dann ist es weg und musst es wieder machen. Dein Sein ist immer da und je mehr du in dein Sein investierst, je größer und mehr hast du und mehr Leichtigkeit, Freude und Glory ist jetzt Herrlichkeit. Herrlichkeit. Alles im Leben kommt so mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Genau. Ja, Genau. du hast mehr Wahl. Das ist das, was ich, ne, so je mehr Tools bereit bist zu haben, was ich sehe, so irgendwann du kommst zu mehr Wahl. So dieses, oh wow, das weiß ich schon. Ne, mache ich da weiter, dann will ich was anderes. Ja, so was für ein Geschenk. Für mich ist es der größte Reichtum zu wissen, ich habe Wahl. Ja, genau. Ja. Ganz cool. Also, Let's vielen play. Dank. Ja, let's play. Ich danke dir. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank alle von euch, die hier jetzt zuschauen und was empfangen habt von dem Facebook Live. Und was ist jetzt noch möglich? Und wenn ihr jemanden kennt, wo ihr wisst, oh, die haben so, ne, die Antennen für Entitäten und die haben vielleicht noch gar nicht gewusst, dass es diesen Kurs gibt, gebt gerne das Video weiter, gebt die Information weiter. Also, wie können sich die Tools noch mehr verbreiten? Vielleicht auch durch dich. Cool. Danke euch. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao!